Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Vlog, mal ein bisschen anderes Format. Und heute geht es um das Thema, wie fange ich eigentlich YouTube an im Jahr 2020. Ich mache jetzt ziemlich genau ein Jahr lang YouTube schon. Und ich möchte heute so die Dinge teilen, die ich mit euch zusammen hier auf YouTube gelernt habe. Damit alle, die 2020 mit YouTube anfangen wollen, direkt richtig starten. Viel Spaß dabei. Ja, und heute Co-Kamera-Assistentin Viktoria Stöger mit am Start. Ja, wir sind auf dem Weg, müssen ein paar Sachen besorgen. Und ja, die erste Station ist jetzt DM leider. Das ist immer ein bisschen ätzend. Es geht ganz schnell. Naja. Okay, kleine Planänderung. Es ist übel der Stau hier in Rehfahrt. Man konnte nicht nach links abbiegen, deswegen. Ja, wo fahren wir zuerst hin? IKEA oder Music Store? Okay, wir fahren zuerst zum Music Store. Und zwar deswegen, weil ich ein neues Mikrofon brauche. Ich habe mit so einem richtigen Billig-Mikro angefangen für 50 Euro. Und das habe nicht mal ich bezahlt, sondern Grüße gehen raus an Emin. Das ist nämlich eigentlich seins. Der benutzt das nur nie. Und ja, das ist auch schon der erste Tipp, den ich euch geben kann auf jeden Fall. Ihr braucht nicht am Anfang schon das überkrasse Equipment. Ich denke, den meisten Leuten fällt es am Anfang gar nicht auf, was an Qualität gerade gut oder schlecht ist. Und jetzt nach einem Jahr, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann das Ganze auch durchziehen und kann ein Jahr lang jede Woche Videos bringen, habe ich mir gesagt, okay, jetzt investiere ich ein bisschen Geld, um im Jahr 2020 dann meine Qualität noch so eine Stufe höher zu bringen. Und da ist auf jeden Fall Punkt Nummer 1 Audio. Da habe ich auf jeden Fall was aufzuholen. Und ja, über weiteres Equipment sprechen wir später. Stopp das. Nein, schau dich an, du bist ein Red Face. Ja, weil der bremst von. Mir. Ich check den Parkplatz nicht so ganz hier beim Music Store. Und es scheint übertrieben voll zu sein. Und ja, deswegen. Bis gleich. Peace. Yo, Leute, es war eine lange, lange Tour. Jetzt sind wir schlussendlich noch beim DM tatsächlich. Da. Noch die Wiki da kurz reingeschmissen. Und ja, ich stehe im Halteverbot, deswegen muss ich jetzt hier warten. Mal gucken, wie die jetzt hinter mir hier einparkt. So, jetzt aber. Ja, wir haben alles bekommen. Das Video Mic Pro von Rode habe ich geholt, damit ihr mal besseren Sound bekommt. Dann liegt hier ein Kallax Regal und damit möchte ich auf jeden Fall so Arbeitsbereich von Schlafbereich so ein bisschen trennen, weil ich leider kein richtiges Büro habe, sondern alles halt im Schlafzimmer mache und das ist so ist doof, wenn man immer auf den Schreibtisch guckt einfach. Ja, das haben wir alles besorgt. Aber jetzt zu dem Thema, was ich auf jeden Fall so auf YouTube gelernt habe. Im ersten Jahr auf jeden Fall, ihr wisst alle, ich habe jetzt noch nicht so viele Abos, gilt es auf jeden Fall einfach durchzuhalten. Auch wenn noch nicht so viel passiert und man nicht so viel Erfolg hat, nicht viele Klicks. Also es waren jetzt echt vielleicht in einem Jahr 5 Videos, die 1000 Klicks, über 1000 Klicks erreicht haben. Und ja, am Anfang passiert einfach echt wirklich wenig. Und da muss man halt einfach dranbleiben. Man hat einfach keine Wahl. So, ich glaube, dass YouTube definitiv so ein Marathon ist und kein Sprint. Deswegen versucht da auf jeden Fall einfach euch nicht entmutigen zu lassen. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, von dem ich euch auf jeden Fall abraten würde. Und zwar ist das der Fehler, ständig zu checken, wie die Klicks und Abos sich verändern. Ich habe eine App, die App nennt sich TubeBuddy, hier. Und auf dieser App kann man halt immer checken, so wie das sich aktuell
die Klicks verhalten, das ist ein Live-Countdown von den Abos und so weiter. Und ich würde euch auf jeden Fall abraten, da ständig drauf zu gucken. Also ich habe das manchmal 5-6 Mal am Tag aktualisiert am Anfang, um zu gucken, wie die Abos sich verhalten. Und das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee. Ja, wir fahren jetzt mal weiter, gehen noch kurz meine Eltern besuchen, weil die Vicky kennt die zwei neuen Katzen noch nicht. Ich bin schon gespannt. Sie hat es jetzt auch geschafft. Ja. 45 Minuten im DM verbracht. Stimmt gar nicht. Ja, jetzt geht's weiter. Gut, ich melde mich später. Und wie war's? Schön. Bist du gerne mit hier? Ja, total. Haben wir volle Bulle Glück gehabt, weil wir haben das allerletzte Regal in der gewünschten Farbe ergattert. Ja, wir gehen jetzt kurz die Katzen besuchen und dann müssen wir auch schon wieder zurück. Essen machen. Weiß nicht, Regal, vielleicht baue ich das nicht mehr auf. Endlich wieder zu Hause. Das ist das neue Mikro. Damit werden wir jetzt in Zukunft besseren Sound haben. Ja, abschließende Worte zu diesem Video. Wie ihr am besten in 2020 mit YouTube anfangt. Was ich gelernt habe in diesem Jahr, habe ich euch schon so ein bisschen erzählt. Meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr darauf Bock habt, das zu machen, fangt einfach an. Probiert es einfach mal. Was mir geholfen hat, ist einen Plan zu machen. Ich hatte einen Kalender, wo ich alle meine Videos aufgeschrieben habe und geplant habe und habe immer vorproduziert, sodass ich weniger Stress hatte. Und ich glaube, wenn man das Ganze so angeht und so macht, dann kann man auch gut ein Jahr durchhalten und kann das Ganze auch schaffen, dass ihr ja nicht irgendwie zwischendurch dann abbrecht und eine Pause macht. Ich habe in der Vergangenheit ein paar Mal mit YouTube neu gestartet und das Ganze hat aber ja nie richtig funktioniert und letztes Jahr, 2019, habe ich das Ganze einfach mit ein bisschen Köpfchen gemacht und ein bisschen geplant. Dieses Jahr geht es damit weiter. Ich bin im Moment ein bisschen im Vollzug mit Videos, weil einfach ja, so viel los ist gerade. Aber ich hole wieder auf und versuche dieses Jahr auf jeden Fall meine Qualität und mein Content noch auf so das nächste Level zu bringen. Ja, wenn ihr mit dabei sein wollt, abonniert diesen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und hoffe, dass wir bald die 1000 knacken können. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich eher wieder mit Workouts, aber wenn euch mal solche Videos gefallen haben, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich mache auch gerne ein bisschen Reviews mal zu so Produkten. Und wenn ihr da Fragen zu habt, was Kamera angeht, da bin ich auch schon ein bisschen fit. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.